Bloody Daggers. Imbling Cat Games. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, mal zu einem anderen Let's Play. Etwas ruhiger, mit einem etwas ruhigeren Spieler als irgendwelche Actionspiele. Minecraft, ja gut, Minecraft kann man schon zu einem Actionspiel zählen. Bei der Action, bei dem Let's Play. Ja. Wie man schon rechts auf der Seite sehen kann, unter mir, genau unter mir, sollte ein Bild sein. Das Spiel ist mit dem RPG Maker gemacht worden. Die Macherin heißt Lucy Fox und das Ganze nennt sich ERAYU, falls ihr das noch nicht gelesen habt, unten unter der Box. So, das ganze Spiel lässt sich mit der Maus steuern. Ich habe einfach daneben gedrückt, aber es hat geklappt. Okay. Ich nehme das Ganze in 60 FPS auf, was total sinnlos ist, aber wir machen es. Wenn unsere Vorstellung und die Wirklichkeit sich ändert, ändert sich dann auch die Wirklichkeit. Und Michael Ende. Dürfte wahrscheinlich so ein Slogan für das Spiel sein. Ein bisschen die Kamera. Das Mikrofon beiseite stehen. So. Na, die haben das Game ganz bestimmt nicht. Der Laden ist voll öde. Bestellen kann ich es aber nicht. Wenn Dad das im Briefkasten findet, dreht er durch. Wahrscheinlich ein Spiel ab 18. Oder ab 16, weil ich weiß nicht. Vielleicht sieht der gar nicht so alt aus. Drück mir die Daumen. Was für ein Spiel mag es sein? Viel Glück. So, heißt, wir müssen hier ein Spiel finden, was er sich kaufen möchte. Ich kenne natürlich den Anfang. Ich habe, wie gesagt, damals eine Version gespielt, als Lucy Fox noch nicht in den bei den Bloody Daggers war. Da gab es allerdings ein paar Probleme. Ich hatte gerade eben noch mit ihr geschrieben, um halt zu fragen, ob ich das ja auf meinem Kanal bringen kann. Ich wollte nämlich tatsächlich mal wieder ein paar RPG-Maker-Spiele vorzeigen. Ah, man kann sehen, die Arme vielleicht oder Mass Effect. Das könnte es vielleicht sein. Okay. Wie gesagt, da gab es wirklich Probleme irgendwie mit Game Crashes. Also hier, was heißt Game Crashes? Jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Game Breaker. Und zwar, ich glaube, aus dem Grund habe ich damals nicht weiterspielen können, weil ich glaube, bis irgendeinem Punkt gekommen, bis ich da nicht mehr weiterspielen konnte, weil ich irgendwas falsch gemacht hatte. Und ja, sowas nennt man dann Game Breaker und leider kann man da nicht mehr weiterspielen. Macht aber nichts. Alles ist jetzt gefixt worden und dann reden wir mal mit dem Ladenverkäufer. So. Schau dich ruhig um. Wenn du es hier nicht findest, habe ich es nicht. Auch gut. Ja, macht Sinn bei dem kleinen Laden. Wir suchen erstmal hier. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Natürlich ist es hier. Hier ist es auch nicht. Aber da fällt etwas auf den Boden. Ups! Was ist das denn? ERAYU. Nie gehört. Hast du es gefunden? Nein, leider nicht. Aber das hier ist gerade runtergefallen. Was soll das denn sein? Du kennst es nicht? Das? Nein, ganz bestimmt nicht. Keine Ahnung. Ich nehme es als Trost mit. Das wäre das erste Mal, dass ich was vor dir spiele. Hier steckt kein Preis dran. Zeig mal her. Sowas. Hat vielleicht hier einer vergessen. Nimm's mit. Etwa umsonst? Ist nicht meins, warum sollte ich dann Geld verlangen? Ah, vielen Dank. Ja. Die Sache ist die, was ist, wenn es irgendjemand verloren hat oder dahin gelegt hat und es wiederholen möchte? Dann haben wir ein Spiel gestohlen. Aber gut, solche Sachen sind ja nicht so schlimm. So, meine Zockerseele schmerzt. Du bekommst es schon noch. Ja, wenn Dad mal länger außer Haus ist, kann ich in die Stadt fahren? Fragt sich nur wann. Sag mir Bescheid.
Ich zisch dann mal ab. Gib bald Abendessen. Bis dann. So, erstmal wunderschönes Mapping. Das auf jeden Fall. Ich werde hier so kleine Kriterien immer setzen und zwischendurch meinen Senf dazugeben. Auf jeden Fall sehr schönes Mapping. Gefällt mir extrem. Und das scheint, ich kenne jetzt nicht den Skriptnamen, aber das ist das Wetterskript und das finde ich auf jeden Fall extrem gut verwendet hier. Schöner Sonnenstrahl von der Seite, auf jeden Fall bis jetzt. Macht guten Eindruck, das Mapping. Den Baum könnte man vielleicht noch austauschen. Aber ansonsten, sehr schöne Atmosphäre. So, da wohnen wir. Der ist schon da. Ich verstecke das Spiel besser. So, erstmal in die Futtertasche reinstecken. Und dann versuchen wir uns mal leise wie möglich davon zu schleichen. Josh, bist du das? Mist, was will der denn? Ja, ich bin's. Hab gar nicht mitbekommen, dass du weg warst. Was hast du gemacht? Was geht dich das an? Naru hat gefragt, ob ich bei ihm einen Hausaufsatz helfe. Hab bei ihm gegessen. Hast du denn schon Hausaufgaben gemacht? Wir haben Ferien, Dad. Und den Aufsatz habe ich schon ewig fertig. Ach, stimmt ja. War's das? Ja, sag Alex, dass er gleich, dass es gleich Essen gibt. Abendessen gibt. Lesen. Mach ich. Ich versuche so ein bisschen die Emotionen mit hinzuzufügen, wenn sie reden. Hier ist eine riesen Zeitung. Das wird mein Zimmer sein und das ist das Zimmer vom kleinen Bruder. Ich bin's. Komm rein. So. An die Map kann ich mich noch daran erinnern damals. Aber auch jetzt gerade eben, wo ich es kurz... damit ich mein kleines Interface noch machen konnte. Für diese Maps richtig schön gemacht. Diese Kinderzimmergröße und alles. Das ist einfach nur... richtig schön gemacht worden. So, dann sagen wir mal Bescheid, dass es Essen gibt. Warum liegst du im Schatten? So, es ist spannender. Stimmt. Warum so fröhlich heute? Dad noch nicht gesehen? Doch. Er sagt, es gibt bald Abendessen. Ja, ich komm gleich. Sag bloß, du hast dein Spiel endlich. Nein, leider nicht. War zu erwarten, aber ich hab ein anderes gefunden, das selbst Naru nicht kennt. Gibt's nicht. Scheinbar doch. Kannst es dir ja nachher anschauen. So, dann werden wir mal... Ich glaube, das ist ein PC-Spiel gewesen, genau. So, ja, es ist ein PC-Spiel gewesen. So, soweit ich mich erinnern kann. Es ist, ihr müsst euch vorstellen, dieses Spiel hier, es ist sozusagen ein Spiel im Spiel. Also, Erayu. Das hier ist in Wirklichkeit so das Real Life, was man erlebt. Und, Erayu legen wir jetzt in unseren Computer rein, beziehungsweise von der Hauptperson legen wir das in den PC rein und dann spielen wir Erayu am Computer. Oh, Skyrim. Dann mal los. Tada. Jetzt geht's los. Erayu. Keine Titelmusik? Wo gibt's denn sowas? Tritt ein oder lebe wohl? Ja, tritt ein. Kannst du meine Stimme hören? Nee, noch nicht. Eine Karte. Scheint selbst gezeichnet zu sein. Man merkt schon, diesmal, es ist ein Spiel im Spiel. Alleine dieses Konzept fand ich extrem cool bei diesem Spiel. Und die ewige Verschwand und Finsternis erhob sich. Das fand ich halt extrem cool bei dem Spiel. Was wisst ihr? Ich sehe ein Kind. Es kann uns retten. Doch niemals erschien es. Mal gucken, vielleicht können wir ans Mikrofon hier ankommen und dann ein bisschen tiefer reden.
Also vielleicht bin ich der Auserwählte, der Erayo spielen sollte. Wo das Dunkel war, dort verschwand das Leben. Kannst du meine Stimme hören? Also meine höre ich auf jeden Fall. Wach auf! Oh. Schöne Effekte. Scheinbar sind wir der Auserwählte oder die Auserwählte, die dieses Spiel spielen sollen. Sieht uns ähnlich. Oh, du bist ja wach. Wie geht es dir? Tut es dir irgendwo weh? Pückchen. Kannst du überhaupt noch sprechen? Ja. Gut so, sonst wäre es schwierig geworden. Also, tut dir was weh? Nein, ich glaube nicht. Du glaubst? Mir geht es gut, aber wer... Ich bin Nan, die Heilerin. Nein, ich meinte, wer bin ich? Ach, ich hatte... Ja. Ach, ich hatte gehofft, du könntest es mir sagen. Wir haben dich unterwegs im Wald gefunden. Deine Kleider waren zerrissen und niemand war bei dir, also haben wir dich mitgenommen. Für vielen Dank, denke ich. Wir sind unterwegs zur Silberstadt. Wenn du magst, kannst du uns bis dorthin bei uns bleiben. Ich glaube, ich habe etwas falsch gelesen. Ihr? Ja, wir sind ganz viele verschiedene. Wir sind ganz verschiedene, nicht viele. Wir wollen zum Palast. Dort ist es noch hell. Ach so. Frag mal Quirrell, unseren Schneider. Vielleicht hat er noch irgendwo passende Kleidung für dich. Ich sollte vielleicht langsamer lesen, damit es perfekt ist, nicht so schnell. Ja, mach ich. Gut, schau dich einfach um. Ich bin irgendwo draußen. Das ist schön. Also gut. Na, das fängt ja schon mal gut an. So. Grundsteuerung, ja, das ist dann klar. Ja. Mit Rechtsklick macht man das Menü, beziehungsweise das Inventar und das Tagebuch auf. Und mit Linksklick läuft man und DSC öffnet man das Menü. Dann speichern wir erstmal ab. Was gibt es denn hier noch so? Spielzeit, das wären wahrscheinlich irgendwelche Materialien. Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, ich glaube aber, das sind irgendwelche Materialien, die man braucht. Dann gehen wir erstmal raus. Das Spiel scheint ganz schön zu sein bei der Grafik. Kein Wunder, dass Naru es nicht kennt. Naru scheint mir eine kleine Grafikkuh zu sein. So, neue Kleidung. Also das Tagebuch ist sozusagen unser Questlog. Und scheinbar kann man nicht direkt drüber wechseln. Gut, neue Kleidung. Alles, was ich besitze, sind die Fetzen, die ich am Leib trage. Nan sagte, hier gäbe es einen Schneider, den ich nach neuen Kleidungen fragen kann. Erwachen. Wie aus einem unendlichen, langen, sehr dunklen Traum bin ich an diesen Ort erwacht. Wenn ich die Augen schließe, ist da noch eine endlose Finsternis. Keine Traumbilder, keine Hinweise, keine Erinnerung. Die erste Person, die ich gesehen habe, ist eine Heilerin. Sie und ihre Gefährten hätten mich unterwegs gefunden und mitgenommen. Was wäre wohl ohne sie aus mir geworden? Wer bin ich? Wer war ich? Das sind zwei sehr schöne Fragen. Ah, genau, diese Plüschviecher, das sind lustige Viecher. Die Menüs sind cool. Ich finde, die sind echt hammercool ansehen. Es sieht weich aus. Und es hat einen Hut auf. Den Hut müssen wir nämlich, glaube ich, da wegnehmen. Irgendwie austauschen. Okay,
Gehen wir mal in das Haus. Also Zelt, Haus, was auch immer. Das sieht, ja, unserem recht ähnlich. Aber ich mag das Teilzelt extrem. Ich finde, das hat, also im Sinne von das Spiel im Spiel, da ist es auf jeden Fall richtig schick. Es kommt recht, ja, super Nintendo RPG-mäßig. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Es ist jedem seine eigene Entscheidung, aber mir gefallen sie extrem. So, Hinweise. Drücke auf Shift und mittlere Maustaste und du siehst alle Objekte, mit denen du interagieren kannst. Okay, Shift. Jo, machen wir mal. Vase. Ja, die Vase hat natürlich kein Inventar. Ansehen. Ein Tonkrug. Achso, Shift oder Ball. Okay. Sprechen. Hallo? Kein Echo. Ja, wir reden mit der Vase. Wir haben auf jeden Fall einen auf den Kopf gekriegt. Benutzen. Karotte erhalten. Was sucht die denn da? Okay, dann nehmen wir noch die Truhe. Benutzen. Sie ist verschlossen. Dann reden wir mit der noch. Sesam, öffne dich. Tut sich nichts. Wer hätte das gedacht? Also Humor hat das Spiel auf jeden Fall. Ansehen. Eine kleine Holztruhe. Sie gehört dem Schmied. Okay. Inventar. Achso, das ist unser Inventar. Ansehen. Achso, ja, das hatten wir gerade. Okay, dann gehen wir wieder raus. Ich glaube, stimmt ja, hier unten ging es noch weiter. Ah, ja. Okay. Da wäre so ein Item hier. Eine Feder. Eine alte Hose. Nein, der Schneider kann mir sicher etwas Besseres geben. Sie sieht doch gar nicht so schlicht aus. Mein Gott, sieht besser aus als das, was du trägst. Nehmen wir die Angelschnur vielleicht mal mit. Und Klamotten scheinen da auch noch rumzulegen. Ich mal gucken, warte mal. Okay, wir können hier mit ziemlich viel interagieren. Dann gehen wir zuerst noch zum Stein und schauen den mal an. Ein großer, spitzer Stein. Dann sprechen wir mit dem Stein. Steine stehen so lange an einem Ort. Bestimmt hat dieser hier schon eine Menge gesehen. Schade, dass er nicht sprechen kann. Das stimmt. Ja, benutzen. Er ist viel zu schwer, den kann ich nicht hochheben. Und er ist recht nicht mit mir rumtragen. Ja, das macht ein klein wenig Sinn. Dann gehen wir mal an Leuchterlinge. Ach, das sind diese Schmetterlinge da. Aber ich gucke lieber in den Hintergrund, weil da ist es größer, das Spiel. Aber ich könnte rein theoretisch... Nee, ich lasse sowas, sonst versaut das meine Aufnahme. Wir gucken uns das mal an. Ein paar Leuchtlinge. Sie fliegen alle um dieses Häuschen herum. Mal gucken, ob wir die auch ansprechen können. Hallo Leuchtlinge. Hallo Junge. Hey, ihr sprecht ja. Ja, wir sind eine weiße Sippe. Wir reisen mit zum Licht. Und weg vom Dunkel. Vom Dunkel? Spricht nicht davon. Nicht davon, sonst nimmt es dich mit. Und gibt dich niemals wieder frei. Also gut. Die Dinger sind lustig. Dann reden wir mit dem Busch. Sie haben nichts zu erzählen. Ansehen. Ein Strauch voller leuchtender roter Beeren. Dem Spitzenstein kann man auch reden. Das wollte ich eigentlich. Okay, das ist die gleiche Textbox. Ja, jetzt müssten wir eigentlich hier alles durchhaben. Ist das der Schneider? Ja, das ist der Schneider. Sehr gut. Ansprechen. Bist du cool? Oder Kirill? Ich sag einfach Kirill. So. Oh, hast du mich erschreckt? Was willst du? Nan schickt mich. Sie sagt, du hast bessere Kleider für mich. Besser?
Also, ja, alles ist besser als die Fetzen da. Warum trägst du sowas? Weil ich nichts anderes hab. Huch, furchtbar. Also hast du etwas für mich? Nein, ich kann nicht. Warum nicht? Dieses Juck, es hat meinen Hut. Dieses unbekleidete kleine Wollknäuel. Mach dir doch einen neuen. Puh, ich habe keinen Hutmacher. Ich bin Schneider, ein verdammt guter. Will ich meinen. Aber mein Hut, meine Quelle der Inspiration. Ich kann nicht ohne ihn. Aber... husch, husch, zieh von dannen. So, die nächste Aufgabe wird dann von dem Plüschviech da den Hut zurückzuholen. Warte mal, warte mal. Bei dem Busch, da könnte man ja... Den kann ich irgendwie nicht mehr benutzen. Okay. Wir müssen dem jetzt irgendwie den Hut wegnehmen. So. Benutzen. Ich glaube nicht, dass es sich knuddeln lassen möchte. Speichern. Juck, juck. So eins hätte ich auch gern. Hallo. Juck. Du sprichst wohl nicht viel. Juck, Fluffy, McFluffin, juck, ich, juck. Nee, juck, juck. Du, juck. Ich weiß nicht. Ah, Fluff McFluffin heißt er. Dann du, Juck, Juck. Ich soll Juck heißen? Juck? Na gut. Einen tollen Hut hast du da. Kann ich den haben? Ich lass dieses Juckball weg. Das geht durcheinander. Will spielen? Ich kann dir etwas anderes bringen. Spielen. Also ein Spielzeug. Was bist du? Juck, Juck, ja. Juck bin. Ach so. Okay, wir müssen ein Spielzeug finden. Mal gucken, wir können hier mit den Fesseln interagieren. Ich brauche kein Fass. Ja, das ist schön. Kannst mit mir reden? Es wird nicht antworten. Macht Sinn, denke ich mal. Gehen wir mal da lang. Gibt's hier irgendwo ein Spielzeug? Da ist auf jeden Fall Nahan. Sprechen wir mit dir. Hier bist du. Oh, du warst ja noch gar nicht bei Kirill. Wenn du stabile Kleidung hast, würdest du einen Gefallen tun. Die anderen haben Besseres zu tun. Natürlich. Sag mir nur, was du willst. Was du tun willst. Ja. Von meiner Größe bin ich sehr ungern in Höhlen. All die kleinen Löcher und Spalten, in denen man da hineinfallen kann. Aber ich will dich nicht in den Fetzen losschicken. Jo, das ist nett. Wir müssen jetzt aber erstmal für Juck, also für McFluffin da Spielzeug finden. Wir reden mal mit dem grimmigen Mann. Ansprechen. Warum sitzt du auf dem Fass da? Hab nichts Besseres zu tun. Ach so. In dem Fass liegt ein Barren Graferz. Mein Barren. Ich bin Schmied. Garon mein Name. Und du? Du bist doch der Junge, den wir aufgelesen haben. Ja, denke schon. Nan meinte, du erinnerst dich an nichts? Wie froh ich wäre. Du wirkst nicht sehr glücklich. Wie könnte ich auch in diesen Zeiten... Ich schätze mir mal, dass ich ihn erstmal in Ruhe lasse. Besser für dich, Junge, glaub mir. Ja, das ist, denke ich mal, auch besser. Ich möchte mal darunter. Vielleicht findet man irgendwo. Okay. Busch. Benutzen. Gibt sich aus, ich lasse sie, wo die sind. Okay. Was ist, wenn ich mit der Anglerin rede? Sprechen. Hast du schon irgendwas gefangen? Schön wär's.
Seit Tagen ist schon kein Fisch mehr. Und jetzt gibt es diesen See nicht mal Fische, wie es scheint. Oh, das klingt schlecht. Ja, das ist schlecht. Ich sterbe vor Hunger und schon keinen Kohleintopf überlebe ich nicht. Also noch einen Kohleintopf. Ich habe so eine dämliche Angewohnheit. Ich lese leider Sachen zu schnell. Und dann verhaspel ich mich da recht schnell. Mach dir keinen Kopf, Kleiner. Du bist doch der, den wir aufgelesen haben. Ja. Dann komm mit uns zur Silberstadt. Alles andere wird dir eh nichts nutzen. Entschuldige, ich erinnere mich an nichts. Was ist die Silberstadt? Oh, das tut mir leid für dich. Pass auf, die Silberstadt ist die größte Stadt Erajus. Also heißt die Welt Eraju, okay. Unsere ewige Prinzessin lebte dort und von da kommen Rüstungen, Waffen, Skulpturen, Schmuck. Alles, was du dir vorstellen kannst, wird dort aus Silber hergestellt. Und die Silberschmiede haben es wirklich, die Silberschmiede haben es irgendwann geschafft, etwas völlig Neues daraus zu machen. Es nennt sich Graferz. Okay, das hat dieser Schmied da oben auch. Viel stabiler als Silber, aber es sieht genauso aus und ist genauso leicht. Aber es ist enorm schwierig herzustellen. Mittlerweile kann es auch kaum mehr jemand. Ja. Oh. Ja, oh. Hier, schau, mein Messer ist auch daraus. Das ist hübsch. Ja, nicht? Mein Vater gab es mir. Ich bin übrigens Orein. Orein. Ja. Ich habe keinen Namen. Das macht nichts. Bald wird jeder Name vergessen sein. Aber ich freue mich, dich kennengelernt zu haben, kleiner Freund. So. Ja. Jetzt, ich gehe nochmal die alte Hose. Vielleicht ist es das, was der jetzt haben möchte. Ich spreche die Mann leider nicht. Okay. Was ist, wenn wir mit dem Schneider nochmal sprechen? Okay, zieh von dann, alles klar. Ich glaube, wenn wir dem Ding da unsere... Boah, ich bin mir gar nicht sicher. Warte mal, Inventar. Die Karotte mag nicht. Nicht süß. Okay. Vielleicht die Angelschnur? Das mag er sicher nicht. Ich merke gerade schon. Da ist ein Stock oben. Hallo. So, hoi. Sprechen. Irgendwo war doch was, was ich dem Ding da geben kann. Hier ist etwas. Ein Bonbon, genau. Ich glaube, man kann dem Ding ein Bonbon geben. Scheinbar nicht. Okay. Geht mal wieder da rein. Oh Mann. Es ist echt lang her, wo ich das Spiel hier gespielt hatte. Okay, da geht's runter. Was ist, wenn ich bei den Leuchtlingen einfach mal nehmen drücke? Also benutzen. Klappt nicht. Okay. Okay. Ja, das ist auch. Vielleicht möchte er die Karotte. Das scheint mir nicht sinnvoll zu sein. Okay. Na. Vielleicht.
die Anglerin hier und dann die Angelschnur geben. Das geht so nicht. Oh, alles klar. Ich glaube, ich habe es komplett verpeilt. Oh Mann.